kennt das. Ich brauche nichts mehr sagen zu euch. Ja. Wir stehen hier gerade bei Ikea. Mitten an der Landsberger Allee, ihr kennt das. Obwohl wir mal laufen mit 120 rüberfahren. Könnte man natürlich tun, wenn man kein rechtstreuer Bürger wäre wie wir. Nein, ich wollte euch auf ein paar Sachen hinweisen. Ihr kennt das alle. Strach, Toschka, BBIZ. Und welcher Track wird davon natürlich am meisten gefeiert? Du weißt was. Dazu kommen noch eine Prise Nightmare, der die Elm Street erst bekannt gemacht hat. Tja, ganz klar. Und Tyson, der Prototyp-Kanacke. Und daraus wird dann ganz klar der beste Track aller Zeiten, würde ich schon fast nennen. Wir haben das Mutterficken neu definiert, Alter. Und wenn dazu natürlich noch eine gute Kameraführung kommt von Score, ja, dem besten Beatmaker im ganzen Universum, dann steht da was Unglaubliches. Und das unglaubliche Meisterwerk wird am Sonntag rauskommen, Alter. Das unglaubliche Fick-Dich-Video. Ich kann es nur so sagen, es ist einfach unglaublich geworden. Ich habe mir das jetzt angeguckt. Toshi hat da grandiose Arbeit geleistet. Lassen. Egal wie. Es ist wirklich grandios geworden. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses, ja, wie soll man es nennen, Meisterwerk, ich kann es eigentlich nur Meisterwerk nennen, zu klicken und wieder zu klicken und zu teilen auf Facebook oder auf welchen schwulen Drecks-Hip-Hop-Seiten ihr noch seid. Teilt die Scheiße, sagt euren Drecks-Assi-Freunden, guckt euch das an. Ja? Es ist natürlich nicht vom E-Skate gedreht, muss man dazu sagen, tut mir leid. Da gibt's nur leider beim nächsten Problem. Vielleicht, oder? Beim nächsten machen wir es. Das müssen wir ganz klar machen. Da gibt's nur ein einziges Problem. Ein Problem gibt's. Nicht, dass meine Zigarette fast aus ist. Sondern ein großes Problem haben wir. Diese kleinen... Ich möchte jetzt nicht wieder beleidigend werden. Sagen wir so, es gibt einige Menschen bei YouTube, die sich von unserer ersten Version des Videos leicht, ich weiß nicht, angegriffen fühlten oder sonst was. So eine, vielleicht Feministinnen, ich will da jetzt auch keine Leute diskriminieren, um Gottes Willen, die sich da irgendwie angegriffen gefühlt haben. Und aus diesem Grunde wurde die erste Version unseres Videos gesperrt. Wurde sie gesperrt. Ansonsten wäre sie schon vorigen Sonntag rausgekommen. Ja. Und dazu muss ich natürlich sagen, wir haben jetzt die Clean-Version davon gemacht, also die nicht sexistische sozusagen, also keine nackten Weiber, tut mir leid. Die Weiber ganz klar rausschneiden lassen. Ja, wir mussten sie halt leider rausschneiden. Deshalb kommt sie halt erst nächste Woche raus, also diese Woche, diesen Sonntag, das Video. Auf jeden Fall kommt jetzt erst die Clean-Version raus, aber ich muss euch sagen, wir, weil wir halt Gönner sind, ja, wir sind ganz klar Gönner und wir wollen euch natürlich die nackten Weiber nicht vorenthalten. Ne? Wir sind ja nicht wie eure Eltern hier, die jetzt ja die Pornoheftchen oder sowas unterm Bett wegklauen oder sowas. Wir sind ja nette Kerle. Wenn unser Fick-Dich-Video, das am Sonntag rauskommt, wie gesagt, 20.000 Klicks erreicht hat. Ich meine, ey, komm, 20.000 Klicks ist jetzt nicht so die Welt, Alter. Also das ist wahrscheinlich in 2-3 Tagen geschafft oder sowas. 2-3 Minuten. 2-3 Minuten, ja, ganz klar, nach Veröffentlichung. Vor, ja, ganz klar. Da wird auf jeden Fall, auf irgendeinem Wege, ich weiß noch nicht wie, wir müssen uns dann noch irgendwie was einfallen lassen, auf welcher Plattform das erscheinen wird, keine Ahnung, Alter. Wahrscheinlich Vimeo. Vimeo, wahrscheinlich, ja. Wird die Dirty-Version davon rauskommen, also die normale Version, ich meine, komm, für uns ist unser Lifestyle, wir brauchen da eigentlich uns nicht... Das ist eigentlich die Clean-Version. Ja, dann. Im Prinzip, für uns ist das schon die Clean-Version, also, viel, also das andere hätte dann auf YouPorn laufen müssen oder sowas, die richtige... Läuft Version. Ja auch. Ja, ganz klar, die richtige Dirty. Aber die könnt ihr natürlich da auch mal googeln oder bei YouPorn. Halt bei YouPorn einfach Fick-Dich eingeben. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, bei 20.000 Klicks kommt die Dirty-Version vom Fick-Dich-Video raus, mit dabei sind natürlich Toschka und Strach. Ja, vom BBZ aber natürlich. Und wie gesagt, Nightmare und Thais, kennt mich. Und macht's einfach, Leute. Und habt euren Spaß. Und Pure Love und Friede, Freude, Eierkuchen. Word. Frieden für die Welt, Alter. Und fickt euch alle, du Hurensohn. Bis dann, haut rein.